Das polnische Swinemünde ist ein strategisch wichtiger Ort für die Baltic Pipe. Norwegisches Erdgas kommt so über Dänemark nach Polen. Es kann bei Bedarf auch in die umgekehrte Richtung, also von Polen aus, Gas nach Dänemark gepumpt werden. Dahinter steht der Gedanke, von russischem Gas immer unabhängiger zu werden. Der Chef des polnischen Gasübertragungsnetzbetreibers Gassystem erklärt: Die Entwurfphase ist beendet. Standortentscheidungen getroffen sowie Baugenehmigungen eingeholt. Das Baltic Pipe-Projekt tritt in die Umsetzungsphase ein. Wir haben die Finanzierung für das Projekt bereitgestellt. Die Arbeiten werden in diesem Jahr durchgeführt. Beata Warda ist eine Expertin von der Universität Warschau. Baltic Pipe ist natürlich deshalb so wichtig für Polen, weil Polen seit sehr langer Zeit schon so stark von Russland abhängig ist. Wojciech Jakobik von Business Alert kennt sich auf dem Energiemarkt aus. Es ist erstrebenswert für Polen, die Baltic Pipe 2022 fertig zu haben, denn dann läuft der Vertrag mit Russland aus. Auch Brüssel unterstützt das Baltic Pipe-Projekt und sieht seine strategische Wichtigkeit nicht nur für Polen, sondern für Europa schlechthin. Die EU steht hinter diesem Projekt. Polen soll so eine Art Mittelpunkt sein und dann sollen so viele Verbindungen wie möglich ins Baltikum und in südlich gelegenere Staaten abgehen. Wenn der Vertrag mit Russland nicht erneuert werden soll, dann müssen sich die Polen jetzt mit den Arbeiten ranhalten.